Okay, good morning everyone and welcome to the Schönen guten Morgen allerseits zu dem Pressebriefing der Grünen EVA-Fraktion. Jean Lambert und Rebecca Harms werden durch die Prioritäten für diese Woche führen, beziehungsweise Philippe Lambert und Rebecca Harms, die Co-Präsidenten. Unter anderem wird es um die aktuelle Situation in Syrien gehen und andere Prioritäten. Erst wird Philippe sprechen, dann Rebecca und danach nehmen wir gerne Fragen entgegen. Stellen Sie sich bitte kurz vor und sagen, für welches Medium Sie arbeiten. Philippe, bitteschön. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Zunächst einmal möchte ich zum Ausdruck bringen, dass ich mich sehr freue. In diesem Saal geht es häufig auch um weniger erfreuliche Entwicklungen in der Europäischen Union, insbesondere die Ausbreitung des Populismus. Aber das Referendum in Ungarn hat gezeigt, dass das doch immerhin noch gewisse Grenzen hat. Natürlich ist es besorgniserregend, aber in diesem Fall kann man feststellen, dass eine Mehrheit der ungarischen Bürger nicht den populistischen Blankoscheck unterzeichnen bzw. ausgeben wollten. Und das hat Viktor Orban so nicht erwartet. Das nehme ich als erfreuliches Zeichen und das zeigt, dass es doch noch gewissen Widerstand gibt in Europa. Es gab ja doch sehr deutliche Wahlempfehlungen, finanziert durch Milliarden Forint durch die Orbán-Regierung. Aber auch das hat die erwünschte Mehrheit nicht erbringen können. Und das erfreut mich. Die Herzen und Geister der meisten Europäer scheinen immer noch dem europäischen Projekt treu zu bleiben. Und jetzt müssen wir uns dem auch gewachsen zeigen. Insbesondere auch im Rahmen des Europäischen Rates. Wenn dabei nur wieder die gleichen alten Ergebnisse herauskommen, ich denke da insbesondere an das Freihandelsabkommen mit Kanada, dann wäre das nicht das richtige Zeichen. Ich denke an Länder wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Niederlande, Österreich. Also diese Fortsetzung der Agenda der neoliberalen Globalisierung, das ist etwas, was die Mehrheit der europäischen Bürger nicht überzeugen wird von auch unserem Projekt, das uns am Herzen liegt. Das Vertrauen erschüttern auch gewisse Entscheidungen früherer Kommissionsmitglieder. Ich denke da unter anderem an Herrn Barroso. Bekannt wurde das ja schon vor dem Sommer und es hat offensichtlich ein wenig gedauert, bis politische Entscheidungsträger in Europa sich dessen bewusst werden, wie negativ sich auf das Vertrauen der europäischen Bürger ausgewirkt hat, diese Entscheidung zu Goldman Sachs zu wechseln von Barroso. Wir warten also immer noch auf eine deutliche Antwort der europäischen Institutionen. Ich meine damit auch den Rat, auch die Kommission, das Parlament, aber auch den Rat. Und dieses Cooling-off für die europäischen Kommissare, die nun wirklich eine große Verantwortung tragen, sollte unbedingt gewährleistet sein. Die müssten wirklich warten, bevor sie im privaten Sektor Aufgaben übernehmen. Aber gut, bestimmte Verhaltensweisen wird man nie auch nur mit Regeln umgehen können. Hätte Barroso angekündigt, dass er für eine ethische Bank wie Triodos arbeiten will, dann hätte man ihm Beifall gespendet. Aber zu Goldman Sachs zu gehen, auch wenn das 5 oder 10 Jahre später ist, finde ich das eigentlich unwürdig. Und das wirft natürlich auch Fragen auf zu dem Rückgrat bestimmter europäischer Verantwortungsträger oder Unverantwortungsträger. Wir brauchen in diesem Zusammenhang auch einfach mal eine Bestandsaufnahme, nicht nur innerhalb Brüssels. Ein Großteil des Lobbyings findet in den 28 Hauptstädten der EU statt. Da gibt es eine fast inzestuöse Beziehung zwischen der französischen Bankenwelt und vielen
französischen Entscheidungsträgern durch die Finanzaufsicht. Das passiert insbesondere in Paris, nicht so sehr in Brüssel. Also auch auf Ebene der Hauptstädte der Mitgliedstaaten müssen entsprechende Anstrengungen unternommen werden, sich überhaupt einen Überblick über diese Verbindungen, diese gegenseitige Einflussnahme zu verschaffen. Das ist auch der sogenannte legislative Fußabdruck, nämlich alle Dokumente veröffentlichen, schauen, welchen Einfluss Lobbyisten nehmen. Es ist ja nichts Schlimmes, nichts Schlechtes daran, Interessen zu vertreten, aber es muss eben nachvollziehbar sein, sowohl auf Ebene der Regierung als auch des Parlaments. In dem Moment, wo hier Transparenz hergestellt ist, ist es dann nämlich sehr viel einfacher, eine Verbindung herzustellen zwischen den Textentwürfen der europäischen Institutionen und den Quellen der Änderungsanträge, wenn sich herausstellt, dass das eben private Quellen sind. Sehr häufig sehen Sie, dass diese Verbindungen bestehen. Es wäre sehr gut, wenn man da mehr Transparenz herstellen könnte. Das wäre ein wichtiger Schritt. Hier im Parlament gibt es leider keine Mehrheit dafür und die Kommission schweigt sich über das Thema bisher auch aus. Letzter Punkt. Ich denke, dieses Parlament sollte mal sich an die eigene Nase fassen. Leute wie ich und Rebecca widmen unser ganzes Mandat unsere Aufgabe hier im Europäischen Parlament. Wenn es unseren Assistenten nicht ermöglicht wird, eine andere Aufgabe nebenbei zu übernehmen, so ist es uns Abgeordneten gestattet, solange wir das auch angeben. Ich persönlich meine, dass die Aufgabe des Europaabgeordneten ein Vollzeitjob ist und inkompatibel ist mit jeder anderen Aufgabe. Das heißt also, der europäische Abgeordnete darf gar nicht erst in eine Situation sich bringen, wo ein Interessenkonflikt bestehen könnte oder auch nur die Vermutung. Und ich finde es vollkommen unvereinbar, gleichzeitig in irgendwelchen Aufsichtsräten zu sitzen, wenn man hier ein politisches Amt innehat. Und ich denke, in dieser Hinsicht sollten die Regeln gestärkt werden. Dabei belasse ich es erstmal. Rebecca, bitte. Ja, meine Aufgabe ist es, heute mal über was Positives zu sprechen. Und etwas, was die Europäische Union gut gemacht hat. Wir werden ja heute Ségolène Royal und Ban Ki-moon als Redner im Europäischen Parlament begrüßen. Und ich glaube, wir können eigentlich alle nur einverstanden damit sein, dass die Europäische Union sich als entscheidungsfähig erwiesen hat. Und nachdem nicht nur die USA und China, sondern auch Indien das Pariser Abkommen ratifiziert hatten, dass es dann auch einen Weg gab, dass die Europäische Union ratifiziert hat. Freude darüber geht einher mit Verantwortung, weil Entscheidungsfähigkeit ist noch nicht unbedingt die Garantie für konsequentes Handeln. Die Auseinandersetzung in der Europäischen Union über die Erreichung der Ziele, die wird weitergehen. Da werden wir als Grüne, denke ich, diejenigen sein, die in erster Linie das als klaren Arbeitsauftrag ansehen, was in Paris beschlossen worden ist. Und unsere grünen Strategien, die zielen sehr stark darauf, dass wir Konsequenz wollen. Also wir haben in der Europäischen Union eine Situation erreicht, dass wir in vielen Bereichen die Technologien haben, um Klimaschutz konsequent zu machen. Wir haben aber keine entsprechende politische Konsequenz. Und ich bleibe dabei, aus der Energieunion soll eine Union der Energiewende und des Klimaschutzes werden. Die Europäer müssen bereit sein, wenn sie wirklich die wirtschaftliche Dynamik ernten wollen, die konsequenter Klimaschutz bedeutet, wenn sie diese Dynamik ernten wollen durch neue Jobs und durch wirklich nachhaltige wirtschaftliche Erholung, dann müssen sie auch konsequent entsprechend des Pariser Abkommens jetzt handeln. Was ich selber sehr traurig finde heute ist, dass Ban Ki-moon hier ist, zum Ende seines Mandates, dass er das positive Ergebnis von Paris mit uns diskutiert und Marrakesch vorbereitet.
und dass gleichzeitig uns eben die Nachrichten erreichen, dass die Initiativen der Vereinten Nationen, um diesen großen Krieg in Syrien zu beenden, dass diese Initiativen offensichtlich in einer Sackgasse angelangt sind. Wir werden auch zu Syrien mit dem Schwerpunkt Aleppo eine Resolution auf der Tagesordnung haben, die von mir und Guy Verhofstadt vorangetrieben worden ist. Ich bin einerseits froh zu hören, dass Mogherini für die Europäer angekündigt hat, massive humanitäre Hilfe für Aleppo zu leisten. Ich frage mich aber gleichzeitig, wie die Europäische Union und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen es schaffen wollen, die Voraussetzungen für humanitäre Hilfe in Aleppo wieder zu schaffen. Also präzise gefragt, was ist die Europäische Union bereit, jetzt zumindest diplomatisch voranzutreiben, damit Russland, damit die russische Armee und damit die Armee Assads aufhören, Aleppo zu bombardieren, um es auf den Punkt zu bringen, weil da sieht es ja im Moment so aus, als wenn ein großer Teil der Stadt schlicht und ergreifend dem Erdboden gleichgemacht werden soll. Und das ist ein Thema, das man, finde ich, traurigerweise mit Ban Ki-moon eigentlich heute auch bereden müsste. Okay, thank you, Rebecca. Thank you. Danke schön, Rebecca. Und Philipp, gibt es Fragen? Catherine Fion. Catherine Fion, EU-Reporter. Anfang des Monats, glaube ich, haben Abgeordnete einen offenen Brief für den Schutz von Whistleblowern unterzeichnet. 10-jähriger Geburtstag von WikiLeaks wird jetzt auch gerade begangen. Ist Julian Assange für Sie ein Held oder ein Bösewicht? Nun, was seine Arbeit bei WikiLeaks angeht, und darauf will ich mich in meiner Antwort beschränken, hat er wirklich einen Beitrag zu mehr Transparenz geleistet. Und hat Vertrauen wieder aufgebaut oder zumindest dort, wo das Vertrauen nicht angebracht war, auch den Finger draufgelegt. Was seine Probleme mit der schwedischen Justiz angeht, da möchte ich nicht drauf eingehen. Gut, aber es gibt auch Leaks, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Zum Beispiel, wenn daraus eine echte Belastung wird, zum Beispiel für die Kampagne von Hillary Clinton, die ich unterstütze. Also da muss man auch einen Weg finden, mit solchen Dingen umzugehen und Kommunikations- und Sicherheitsanforderungen entwickeln. Ich bin der Ansicht, dass jetzt auch nicht alles immer unbedingt öffentlich gemacht werden muss. Vielen Dank, Frau Pastor vom spanischen Radio SIR. Sie haben Glaubwürdigkeitsprobleme angesprochen. Die EVP will heute einen Änderungsantrag einreichen für Interrail-Tickets, finanziert vom europäischen Haushalt. Würden Sie diese Initiative unterstützen? Ja, ich finde diese Initiative eher sympathisch. Aber es gibt sehr viele sympathische Dinge, die man machen kann. Man muss es aber auch finanzieren. Man muss schauen, ob das ein reiner Medienstunt ist oder ob man das unterstützen sollte. Ein Interrail-Ticket hat einen echten symbolischen Wert. Jungen Europäern die Möglichkeit zu geben, zu reisen, ist grundsätzlich etwas Gutes. Aber wenn man das angehen möchte, dann denke ich, gibt es auch viele andere gute Vorschläge. Ich träume zum Beispiel von einer europäischen Grundversorgung für alle. Aber gut, wenn das in diese Richtung führt, warum nicht? Gibt es weitere Fragen? On this transparency. Nochmal zu dieser Transparenzfrage. Wir sind jetzt in einer Situation, wo in der Theorie, in der Demokratie, die höchste Souveränitätsebene beim Volk liegt und alles andere davon abgeleitet wird. Jedoch stellt man fest, dass sowohl Unternehmen als auch Regierungen immer mehr
wissen wollen über ihre Verbraucher und ihr Volk. Also wirklich jede Einzelheit kennen wollen, aber wiederum die Bevölkerung, also der eigentliche Souverän, immer mehr daran gehindert wird, mehr darüber zu wissen, alles darüber zu wissen, was in Regierungen und Unternehmen tatsächlich vor sich geht. Also da steht die Sache für meine Begriffe ein wenig auf dem Kopf. Es sollte genau andersrum laufen und diese Schnüffelei von Regierungen und Unternehmen, dem sollte eigentlich Einhalt geboten werden. Aber es läuft genau andersrum. Assange hat das mit WikiLeaks ins Rollen gebracht, aber es gibt zahlreiche andere Whistleblower, von denen wir viel gesprochen haben, die jetzt auch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben, und das ist gut so. Die helfen uns dabei, diese Undurchsichtigkeit zu durchbrechen, langsam aber sicher. Und zumindest einen Beitrag dazu zu leisten, diese Transparenzgleichung mal umzukehren. Es sollten Regierungen und Unternehmen sein, die transparenzpflichtig sind, und der Bürger sollte ein Recht auf Schutz seiner Privatsphäre haben. Aber so läuft es leider nicht. Darf ich da vielleicht gleich noch eine Frage dranhängen? Sie haben Barroso angesprochen, die Tatsache, dass er zu Goldman Sachs geht. Könnten Sie sich vorstellen, eine schwarze Liste von Unternehmen zu haben, die schlimmer sind als andere? Eines der Unternehmen, die mit verschiedenen Leaks assoziiert wurde, PricewaterhouseCoopers, Deutsche Bank und so, wären die auf der Liste? Nun, die sind auf meiner persönlichen Liste. Ich habe allerdings für ein großes US-multinationales Unternehmen gearbeitet, bevor ich hierher gekommen bin. Die sind natürlich nicht auf meiner schwarzen Liste, aber für die gerade genannten würde ich niemals arbeiten. Auch nicht für Monsanto oder wer immer Monsanto kaufen will. Die wären definitiv auf meiner schwarzen Liste. Es geht aber nicht um eine schwarze Liste, sondern es geht um die Wahrnehmung von Unternehmen seitens der Bürger. Und es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die jede Glaubwürdigkeit verloren haben, was die Verteidigung allgemeinen Interessens angeht. Die verteidigen ihr privates Unternehmen, ihr privates Interesse, aber zu welchem Preis? Und da gibt es eben das Problem dieses vollkommenen Desinteresses für das allgemeine Interesse. Weitere Fragen können wir gerne draußen.